Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Fox and Forest. Ich muss mal kurz gucken. Ja, die Speicherstellung hat übernommen. Steuerung, Controller, what the fuck? Trank ist da. Jahreszeiten wechseln. Schuss ändern. Tank benutzen. Ich glaube, ich mach doch ein bisschen leiser noch, oder? Angreifen und zurück. Springen. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Sag mal, diese. Wieso switcht der denn immer so? So, ich denke mal, so ist okay. Wir starten. Rick 1. Neues Spiel. Oh, vielleicht. Starten. Okay, dieses Zeichen ist also für Speicherung. Es war einmal ein Fuchs namens Rick auf der Suche nach einem schnellen Frühstück. Patty, das Rebhuhn, war empört, sie schmecke gar nicht gut und fühle sich zudem bei ihrer Suche nach einem Helden gestört. Doch da kam ihr eine schamlose Idee, warum nicht zu tun, als wäre sie eine Art Glücksfee. Sie versprach Rick Schatz und Ruhm, wenn er ihr nur helfe, zu bekämpfen das grünäugige Monstertum. Rick willigte ein, versprach auch anständig zu sein. Lasst uns bloß hoffen, deren Vorstellungen haben irgendetwas gemein. Patty, allmächtiger Jahreszeitenbaum, ich habe ihn gefunden. Der Held, der uns alle retten wird. Ein Fuchs namens Rick. Nicht so schnell, Patty. Ohne Bezahlung geht hier gar nichts. Goldschätze speisen der Saison. Ich verstehe. Willkommen, tapferer Fuchs. Wir sind verzweifelt und benötigen dringend deine Hilfe. Meine Rinde ist über die Jahre alt und grau geworden und meine Kräfte schwinden dahin. Eine mysteriöse Macht hat sich meines Waldes bemächtigt und ist drauf und dran, eine zerstörerische fünfte Jahreszeit einzuführen. Es ist, als ob die Zeit selbst stehen geblieben wäre und irgendwie ist mein Wald dabei in den vier Jahreszeiten stecken geblieben. Offensichtlich kann Patty alleine diese Situation nicht Herrin werden. Nutzloses Rebhuhn. Pass bloß auf, du Flohsack. Wie es scheint, ist dieser Fuchs unsere einzige Hoffnung. Luke. Nee, helft mir Obi-Wan Kenobi. Um siegreich zu sein, wird er allerdings meine Kraft der Jahreszeiten benötigen. Lass mich dir meine magische Mili-Armbrust überreichen, mit der du Jahreszeiten verändern kannst. Ausgefuchst. Immer her damit, ich bin genau der, den du suchst, alter Baum. Fuchs, unterschätze niemals die dunkle Seite der Wälder. Aber du wirst sicher sein, solange du mir gehorchst. Bitte finde die vier Teile der magischen Rinde und bring sie zu mir. Und halte die Augen offen nach magischen Samen. Du wirst sie benötigen, um neue Teile des Waldes zu erkunden. Wenn es unbedingt sein muss. Und ich werde ein Auge auf diesen räudigen Fuchs haben, weil es unbedingt sein muss. Wenn das mal gut geht. Okay, jetzt können wir hier rumsch... Jo. Gut. Was? Waffenkammer? Hey, das ist ja dasselbe Rebhuhn. Okay, ich glaube, dafür brauchen wir Kohle, so wie es aussieht. Rechts oben ist ein Geldbeutel. Hallo? Waldreich unten brennt's. Und wir gehen in flinker Fluss. Okay, unten links waren irgendwelche Symbole. Wahrscheinlich was man sammeln kann. Hör genau zu, Fellbei. Dies ist die Steuerung. Du kannst gehen, ducken, springen, doppelspringen, schießen, Mili-Attacken verführen und fliegen. Was?
Natürlich kann nur ich fliegen, törichter Fuchs. Egal, jedenfalls kannst du nur schießen, während du stehst. Na toll. Ah. Money, money. Doppelsprung. Okay, man kann wirklich nur schießen, wenn man steht. Ah, und dann führt sie... Das ist ja cool. Okay, wir machen also Winter und wahrscheinlich Frühling oder sowas. Das finde ich geil umgesetzt. Verändern sich die Gegner? Nein. Möchtest du diesen Fluss überqueren? Dann ist es an der Zeit, die Jahreszeiten zu verändern. Die Tastenbelegung findet man im Pausenmenü. Aber pass auf, deine Mana-Leiste wird aufgebraucht, solange du dich in der alternativen Jahreszeit befindest. Also vergiss nicht zurückzuschalten. Shit. Das finde ich echt interessant. Um diese Blume zu zerstören oder Schatztruhen zu öffnen, musst du eine Melee-Attacke machen. Im Moment beherrschst du die Duck-Attacke, Ducken und Attackieren. Die parierte Attacke, Springen und Attackieren, sowie die Oberschlag nach oben drücken und Attackieren. Eventuell verstecken sich hinter den Blumen ja praktische Gegenstände, um deine Herzen und oder die Mana-Leiste wieder aufzufüllen. Ja, was war das andere, verdammt? Was hat die gesagt? Ja, ja. Springen, ja. So wie den Oberschlag. Ah, okay. Ein Sammelgegenstand, okay. Kannst du die magischen Samen dort drüben sehen? Habe ich aufgesammelt. Es gibt 5 davon in jedem Level. Du wirst magische Samen benötigen, um neue Teile des Waldes freizuschalten. Okay. Ist das jetzt so eine Art Metroidvania, oder? Okay, das gibt keine Herzkammern, bloß... Money, money. Komm, ich brauch Kohle. Ich brauch... Rick, du kannst diese Zielscheibe nur mit dem passenden Pfeil aktivieren. Wie, du hast noch gar keine magischen Pfeile? Dann musst du wohl später nochmal zurückkommen. Okay. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch erst irgendwie da hoch. Ach so, ich kann ja auch mal gucken. Zufällig jetzt hier was ist. Oh, die Mana-Leiste füllt sich aber auch nur sehr langsam wieder. Sollte ich das machen? Ah, okay. So. Nummer 2. Hä? Hallo, ich bin der Retro der Dax. Ich liebe es, Ralt, die Spiele zu zocken und neuen Helden zu helfen. Meine nützlichen Speicherpunkte sind wie eine Reise zurück in die Zukunft. Wenn du mich später wieder triffst, sprich mich einfach an und ich werde dir meinen Preis nennen. Ich brauche das Geld nämlich, um meine Retro-Spiele-Sammlung zu erweitern. Soll ich diesen Checkpoint für 10 Gold aktivieren? Nö. Thank you.
Auch das noch, wenn ihr noch Geld habt. Die Frage ist... Okay, hat es gerade so geklappt? Lalalala. Ach, cool. Verstecke gibt's also auch. Finde ich nice. Okay, hier komme ich gar nicht hoch. Ah. Hä? Ich komme hier wirklich nicht rein? Was muss ich denn dann machen? Interessant. So, aber wie kommen wir denn jetzt? Alter, schon wieder? Hallo, ich bin der Retro der Dax. Nein, nicht der Checkpoint speichern. Erstmal speichern. Die doofen Münzen hauen ja auch ab. Nein! Das wird wahrscheinlich erst was, wenn wir den richtigen Pfeil haben. Scheiße. Was? Nice. Irgendein Dings noch aufgesammelt? Ich würde eigentlich auch oben gern lang. Hätte wie lang das Level ist, hätte ich gleich so gedacht.
wegen die komischen Diamanten eigentlich mehr Kohle, muss man drauf achten, ja? Kacke. Ich kann das doch nicht. Jetzt alles hinter mir lassen. Komisch, die Gegner kommt nicht wieder. Ah, okay. Muss ich wieder ausschalten. Nein! Oh, sag ich nicht, ich komme da jetzt nicht durch, weil er zu geäst war. Na, das wäre ja ein Traum. Da hast du mit Sicherheit irgendwas versteckt. Nee, ich kann nicht. Verdammt. Okay, Rot brauche ich auch noch. Wie, jetzt komme ich... Okay, ich bin gespannt, wie lang dieses Level noch ist, ey. Da ist ja auch eine Plattform, okay. Ich nicht dafür achtet. Ob wir auch noch mehr Herzkanister kriegen werden? Ungünstig. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. Was ein Geist! Dafür bin ich jetzt rübergejumpt. Okay, das ist also nichts zu holen. Schade. So, jetzt haben wir aber auch schon einen Haufen Münzen gesammelt.
Nein, Pedro, vergiss es. Okay, so bringt mir das nichts. So, was habe ich jetzt davon? Schatzjäger. Okay, weil ich jetzt von jeder Sorte so ein Ding gefunden habe. Oder was? Das wird ja kein... Ah, verdammt. Ich will einen weiteren Herzkunden. Wie komme ich jetzt? Ah, na klar. Deswegen. Jetzt muss ich hier rüber wieder raus. Bitte, wie lang dieses Level ist, ey. Woher weiß ich denn, wo der Ausgang eigentlich ist? Danke. Na, 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 na. So, hier wieder hoch. So, über 1000 Münzen. Eigentlich hätte ich schon speichern können. Macht auf jeden Fall Sinn, in Zukunft mal zu speichern. Denn ansonsten werden die Folgen ja ganz schön lang. Aber diesen ersten Level werde ich mal noch so durchziehen. Ich hoffe ja mal, wir sind bald durch hier. Jetzt, shit, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob die Geld bringen. 1074? Nö. Hä? Ist das Mana? Könnte Mana sein. Belohnung, 40 Gold. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge weiter. Spitzbedanke mich, ein bisschen.